Und der erste Redner zu diesem Thema ist Hermann Veratschnik, er ist Verkehrssprecher der Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizekanzler, werte Abgeordnete, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wer kennt sie nicht? Die Wiener U-Bahn. Einige wahrscheinlich außerhalb des Bundeslandes Wien werden sie das erste Mal kennengelernt haben auf einer Wienwoche oder auf einem Kulturbesuch in Wien. Das starke öffentliche Verkehrsmittel unserer Hauptstadt. Und es ist, glaube ich, heute ein historisches Ereignis, dass wir eine 15a-Vereinbarung beschließen können, nämlich das vierte und fünfte Ausbauprogramm der Wiener U-Bahn. Jetzt kommt die ÖFE-Milliarde in Form von vielen Milliarden. Gemeinsam mit der Stadt Wien und dem Bund nach Wien in die Hauptstadt. Und an dieser Stelle eine Gratulation an die Stadt Wien mit allen Verantwortlichen, mit dem Herrn Bürgermeister, mit dem Ressort, mit der Ressortverantwortlichen und auch eine Gratulation an all jene, die Legislaturperioden vorher sich schon für die Wiener U-Bahn eingesetzt haben und hier Ausbauprogramme zustande gebracht haben, insbesondere auch die Verkehrsminister von damals, Abgeordnete, die auch hier heute noch bei uns sitzen, die Frau Präsidentin Burres, der Herr ehemalige Verkehrsminister Leichtfried und der Herr ehemalige Verkehrsminister Stöger. Gratulation für diese Leistungen auch in der Vergangenheit. Ich will damit, nämlich mit dieser Gratulation auch zum Beispiel machen, dass es ein großes Projekt ist, das über Legislaturperioden geht. Und wir stehen heute vor einer Vereinbarung in einem Umfang von 5,75 Milliarden Euro Ausbaustufen, zwei wesentliche Ausbaustufen bis zum Jahre 2032, wo wir wahrscheinlich in Hernals oben stehen. Und so hoffe ich, die Station Hernals, U-Bahn-Station Hernals, einweihen dürfen und eröffnen dürfen. Wenn man sich zurückschaut, die Wiener U-Bahn begonnen um 1900 mit der Stadtbahn, später dann viele Überlegungen, wie man die Stadtbahn ausbaut. Es hat sogar die Überlegungen gegeben einer damals atmosphärischen Lokalbahn, also wo mit Luftdruck gearbeitet wurde. Und man hat sich dann später bis über die Weltkriege hinaus dann in den 60er Jahren für den Ausbau einer Unterpflasterstraßenbahn, hat es damals geheißen, entschieden. Das sehen wir und spüren wir auch noch heute bei einigen Straßenbahnlinien, wie zum Beispiel die 18er oder damals auch dann die 2er, die dann umgebaut wurde in die 2er U-Bahn. Die Wiener U-Bahn schreibt Erfolgsgeschichte, seit 1978 in Betrieb, 5 Linien, 125 Garnituren, 109 Stationen, 1,3 Millionen Fahrgäste und was wichtig ist, auf jeden Fall 100% barrierefrei mit 294 Aufzügen und 350 Rolltreppen. Das ist eine Erfolgsgeschichte des öffentlichen Verkehrs. Und mit dem heutigen Beschluss beschließen wir 11 neue Stationen und mögliche 300.000 Fahrgäste mehr, Öffi-Nutzer mehr hier in Wien. Mit zwei ganz wesentlichen Bereichen, nämlich das vierte und fünfte vom Rathaus bis zum Wienerberg und auf der anderen Seite vom Karlsplatz bis nach Hernals. Hier ist es eine wichtige Entlastung der 43er und 44er Straßenbahn und eines, glaube ich, zum Schluss ist ganz klar. Es geht hier um ein Weder-noch. Wir brauchen die U-Bahn und wir brauchen auch die Straßenbahnen. Wir brauchen die Mobilitätsdrehscheiben hier im Bundesland Wien, aber auch in Niederösterreich vor der Haustür. Da braucht es noch sehr viel Anstrengung, diese Mobilitätsdrehscheiben und Schnittstellen auch in Niederösterreich zu schaffen, Straßenbahnen auch nach Niederösterreich hinauszubringen mit den beiden Bundesländern. Hier, glaube ich, sind die nächsten Kraftanstrengungen geplant. Und in diesem Sinne auch eine Gratulation vor allem auch an die Bundesministerin Leonore Gewessler, Herr Vizekanzler und natürlich eine Gratulation an den Wiener Bürgermeister mit seinem Team. Und wir alle können natürlich mit dem Klimaticket auch die Wiener Linien, die Wiener U-Bahn mitbenutzen. Dankeschön. So Hermann Veratschnik von den Grünen, er ist Verkehrssprecher seiner Partei und Unternehmer aus Tirol. Und der Bund und die Stadt Wien teilen sich ja die Mittel für den U-Bahn-Ausbau.